Hallo und herzlich willkommen zurück. Es ist wieder Sonntag und das heißt Crossover Time. Und wir beginnen mit so einem schönen Bild. Ist mir wieder das Intro dazwischen gefunkt und aber das kennen wir ja schon von mir, ne? Und hier sind wir auf der wunderschönen Waldlichtung und Ellen mampft ein bisschen Popcorn. Ach ja, oh, unsere Kalife ist ja mittlerweile ein Kind und ja, am Mikrofon bin ich. Dieses Video, das ihr gerade seht, hat natürlich unsere liebe Minimi Sims Paradies alias Sandra aufgenommen und geschnitten und das tolle Grundstück kommt von der Orchideenfuchs. Und ja, schaut auf ihrem Kanal vorbei, dort seht ihr das Let's-Bild davon. Und sehr, sehr schön gemacht. Auch das Grundstück ist sehr schön gemacht. Beides ist schön gemacht. Das Video und das Grundstück. Oh, er hat ein bisschen Durst. Ich finde es voll niedlich, wenn die an diesen kleinen Bechern da rumtrinken, ne? Es war eher so ein Notfall, weil sie voll Hunger haben. Dann ziehen sie das irgendwo aus ihrer imaginären Tasche raus, aber gut. Und ist das jetzt... Das ist die Eismaschine. Ellen hat sich Eis gemacht. Was für ein Eis hast du dir denn da gemacht? Du bist wieder ganz, ganz nett. Nur für dich ganz alleine. Ja, ach, herrlich, dieses Eis für mich ganz alleine. Meine Kinder sitzen zwar da vorne, ist mir aber ganz egal. Oh, oh, Chrissy schmust schon wieder mit ihrer Voodoo-Puppe. Was ist los? Chrissy, was tust du? Ich weiß echt nicht, was Chrissy davor hat mit der Voodoo-Puppe, ne? Kann man mit der Voodoo-Puppe auch irgendwie jemanden verführen, oder... Aber ich, so wie sie da gerade mit der Puppe rumschmust und so, ne, denke ich schon. Andernfalls wird sie ja was anderes machen, ne? Gucken wir nochmal. Oh, ich hab's nicht gesehen. Durchpieksen? Was das? Durchpieksen? Nö, ich glaub nicht, oder? Ich weiß es nicht. Was passiert jetzt? Ach ja, und wir müssen ja noch rausfinden, ist sie jetzt schwanger oder wurde sie schwanger? Ja, nein, doch, sie ist schwanger, ne? Chrissy ist schwanger. Ja, das kann man an ihren riesigen Vorbau auch sehen. Und die Kleine nimmt sich, Zoe Marleen heißt sie, nimmt sich Popcorn. Und der Kleine heißt Paulinus. Ich hoffe, ich habe es richtig in Erinnerung. Aber gleich habe ich es drauf und da kommt schon wieder ein neues Baby, ne? Ja, Daumen nach oben bitte, wenn euch das gefällt. Ah, Ellen hat doch Eis für alle gemacht. Okay, ich habe nichts gesagt. Und du bist da gerade was am Zeichnen? Sehr schön, sieht sehr schön aus. Ja, das Problem, da habe ich auch immer. Ich finde es schade. Hier noch ein bisschen Wachsmalstift geschmiert und da. Und hier kritzel ich noch rum und schnell hier rüber. Und oh, schaut mal, sie hat ihre Fingernägel in Regenbogenfarben lackiert. Wie schön. Noch ein bisschen Glitzer drüber, dann sieht die Welt schon besser aus. Oh, da gibt es Eis mit Zuckerstreusel drüber. Na, das heißt, dass es heute Abend nicht ins Bett geht. Weil Zuckerschock. Genau. Und du, was spielst du da? Hufeisen? Das Hufeisen... Oh, nein, was ist los? Hast du irgendwas vergessen? Nö. Hier gibt es auch ein Eis mit ganz viel Streusel drüber. Und da steht auch so ein Eis. Quatsch, kein Eis. So, wie heißt das? Pustedings? Ja, ich wasche auch immer meine Zähne, bevor ich ein Eis esse. Dann schmeckt es ganz besonders lecker mit so einer kräftigen Minznote irgendwie. Und ja, ihr ist jetzt schon schlecht. Ist dir jetzt schlecht vom Zähneputzen oder weil du daran denkst, ein Eis zu essen? Oder vielleicht auch beides? Wer weiß, das kann uns nur die Chrissy sagen. Ellen gesellt sich dazu. Also ich muss ja echt mal sagen, ne, Ellen, du hast einen gesunden Appetit. Was steckt denn da noch drin? Die Streusel und was das andere? Oh, danke schön. Ja, aber bitte, bitte, bitte auch rüber zu Sandra hüpfen. Sowieso, ihr müsst dort nämlich die andere Folge gucken. Aber guckt auch ihre Let's Plays. Da steckt so, so, so viel Liebe drin. Es ist einfach wunderschön, hier immer zuzugucken. Und ja,
auch wenn sie mal hier so einen Lachanfall bekommt oder so, ne? Das ist so herzig, da muss man immer mitlachen. Hey, süße Maus. Okay. Oh nein. Ah, naja, sie ist nicht traurig. Okay, sie spielt, glaube ich. Ah, ich glaube, sie guckt immer so ein bisschen nach hinten, ne? Weil sie das Spielzeug von ihrem Bruder geschnappt hat. Das ist ja eine voll geile Perspektive. Süßi. Du hast voll die schönen Augen und wirklich ein süßes Lächeln, ne? Ja, also Kalife ist sehr, sehr kreativ unterwegs. Ein sehr schönes Bild. Für wen hat sie das denn wohl gemalt? Da steckt ganz viel Liebe in dem Bild drin. Genauso wie in diesem Video, das von der lieben Sandra gemacht wurde. Es gefällt mir, wie du aufgenommen und geschnitten hast. Oh oh, Kalife muss pipi, schnell, schnell. So, ich muss mich einmal ganz kurz anders hinsetzen. Oh, mein Bein schmerzt so sehr, weil es irgendwie, keine Ahnung, halb eingeschlafen ist oder so. Sorry, wenn ich jetzt Krach mache. Oh, tut mir leid. Ja, jetzt geht's ein bisschen besser. Chrissy sieht voll schön aus in diesem Hosenanzug, Onesie oder wie auch immer man das Teil nennt. Es ist auf jeden Fall ein Einteiler. Hey, warum scheust du deine Tochter denn weg? Möchtest du selbst spielen oder wie? Es wäre aber sehr gemein, wie ich finde. Du könntest ja auch mit ihr mitspielen. So, Kalife, was machst du? Pipi oder duschen oder was? Oder einfach nur im Dunkeln rumstehen und auf jemanden warten zum Erschrecken. Wir werden es wohl nie herausfinden. Nein, leider nicht. Aber ich glaube, sie kommt jetzt wieder raus, oder? Oh, die süße Maus spielt im Wasser. Herrlich, wie schön. Yay! Ach ja, da wird das Wollkleid so richtig schwer, wenn das Pitschen nass ist, ne? Aber schön, dass du so einen Spaß hast, süße kleine Maus. Ich bin schon so gespannt, wie sie als Kinder aussehen, ne? Ach, das ist immer so, da kommen sie auf die Welt als Babys, dann ist man gespannt, wie sie als Toddler aussehen. Und da sind sie voll niedlich als Toddler und dann will man schon wissen, wie sie aussehen, wenn sie Kind sind. Ja, aber ich denke, das wird bestimmt noch ein bisschen dauern. Yay! Paulinus, du schaffst das. Du kannst ganz bestimmt bald ganz alleine aufs Töpfchen gehen. Chrissy, was machst denn du? Ach, du erntest jetzt ein paar Pflänzchen hier, die hier so rumstehen. Das ist eine sehr gute Idee. Dann kannst du die mit nach Hause nehmen. Und hier wurde schon das erste geschnappt. Oh, ich finde sie immer noch wunderschön, ne? Wenn man die Anfänge bedenkt, nichts auf dem Grundstück, ein leeres Grundstück. Sie ist durch. Wo war Willow Creek? Nein, nicht Willow Creek. Newcrest. Entschuldigung. Oh, wir sind schon wieder zu Hause. Okay. Hallo. Und rum, 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 rum. Und da ist auch Paco. Oh, ja, es gibt ja auch Welpen. Wann kommen denn die Welpen zur Welt? Bestimmt gleich, oder? Und da ist auch schon Minka. Sieht sie schon aus, als hätte sie Wehen oder so? Ich glaube nicht, ne? Aber da gab es einen komischen, verdächtigen Ton. Was ist denn da los? Na, na, was passiert hier? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommen die zwei Kleinen zur Mami und erzählen ihr etwas. Ja. Oh, das war wohl sehr schockant, was sie da gesagt hat. Jetzt wird mit dem Ball gespielt. Oh, auf jeden Fall hatte sie vor, mit dem Ball zu spielen, aber scheinbar hat Minka keine Lust. Vielleicht kommen ja jetzt gleich die Babys. Was sehr beschämt. Warum denn? Ich fühle mich zu dick. Och nö, das ist doch gar nicht wahr. Du bist ein wunderhübscher Hündelein. Ganz genau. Ach ja, hier. Oh, ein Welpe wurde geboren. Monka hat soeben einen Welpen. Oh ja, stimmt, Monka, nicht Minka. Asta. Ein Welpe? Ein Welpe? Okay. Ach ja, stimmt, volles Haus. Oh no. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist der Welpe niedlich? Oh no. Du bist ja ein Zuckerstück. Oh Gott, bist du niedlich. Du bist so goldig. Oh ja, wie schön. Oh, du bist ja so süß. Oh mein Gott, ich bin verliebt. Ich bin in Asta verliebt. Oh Gott, die ist so niedlich. Die ist echt niedlich. Oh. Ich
Ich bin mal gespannt, ob sie da bleibt, aber ich bezweifle es, ne? Ja, du hast schon. Ja, okay, mit dem MCC kann man es ja höher stellen, aber das Problem ist halt, wenn man dann zum Umstyling geht, dann verschwinden die Sims, werden die gelöscht. Oh Gott, oh, Tabs, 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 du bist so süß. Oh Gott, ich bin verliebt. Doch, so herzig. Schaut mal, die Kleinen sind auch verliebt in den kleinen Welpen. Oh. Ich bin mal gespannt, na, Sandra? Oh, das sieht so süß aus. Oh Gott, wie niedlich. Bleibt Asta in der Familie oder wird Asta gehen müssen? Oh Gott, sie ist wirklich süß. Oh, das sieht so süß aus. Kalifee und Asta. Oh, das wäre doch was. Die zwei würden super Freunde werden. Oh, ja. Danke, Paco. Ich wollte auch schon immer dir beim Pinkeln zugucken. Ja, jetzt wird hier ein bisschen Lego gespielt, gebaut. Sagt man gebaut, ne? Spielen. Ja, man spielt mit Lego. Man baut mit Lego, so. Und Chrissy hat gekocht und ruft ihre ganze Familie zum Essen. Ich bin gespannt. Was gibt's denn da? Was ist denn das? Ich kann es nicht erkennen. Bestimmt so eine Suppe, irgendwas. Oh, Mäuschen, du bist sehr, sehr müde. Wie wär's denn mal, wenn du ins Bett gehst, meine Süße? Oh, das ist eine sehr, sehr scharfe Suppe. Oh, Chrissy, geh ins Bett, los. Ja, der Paco wird hier geschimpft, hier wird nicht am Tisch gebettelt, ja. Komm schon, geh leg dich ins Bett. Paco hat gelernt, nicht um Futter zu betteln. Yay, super. Okay, ist echt scharf scheinbar. So, aber jetzt. Der Alan ist ja auch noch da. Der schafft das. Der kann sich um die Familie kümmern. Und du kannst ins Bettchen gehen. Und wir hören hier schon unseren Jingle. Oh, Süßi. Ich bin verliebt, wirklich. Ja, das war wieder eine Folge von uns. Und ich hoffe, sie hat euch Spaß gemacht und euch gefallen. Und schreibt doch mal in die Kommentare, findet ihr Asta genauso süß? Oh Gott, er ist wirklich niedlich. Oh, ja. Aber danke, dass ihr vorbeigeschaut habt, zugeschaut habt. Vergesst nicht, hüpft drüber zu Sandra und lasst ihr ganz viel Liebe da. Und wir sehen uns dann oder hören uns am nächsten Sonntag. Und da kommt schon die nächste Katze. Die ist auch wunderschön. Okay, jetzt aber wirklich. Tschüssi und ciao, ciao.